tust. Hallöchen Leute, willkommen zu diesem Video. Heute wird es ein anderes Video. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. 5 FNAF-Mythen, die man so finden kann. Aber das hat so lange gedauert, die zu finden. Ja. Und die stelle ich euch jetzt vor. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, dann ja. Wenn nein, dann nein. Die erste Theorie ist es, dass Five Nights at Freddy's wahr ist. Und zwar ist die Theorie... Ja. Am 14. Dezember 1993 eignete sich ein Dings da, wie nennt man das? Erlebnis. Also, aber wie nennt man das? Ist halt was passiert da? Gott, was habe ich gemacht? Also, im US-Bundesstaat Colorado war es, glaube ich. Ja, Colorado. In der Chunky Cheese Pizza ist ein mehrfacher Mord passiert, was auch William F. deutet. Was auch ein bisschen verdächtig ist, dass es wahr sein könnte, was FNAF da, also was FNAF geht, ist die hier. Die hier sind von Chunky Cheese. Und das könnte, der Mund könnte auf ein Bite of 87 andeuten. Der zwar noch nie passiert ist, aber das hier sieht doch schon aus, wie als wäre es von Scott. Und dass da auch Animatronics waren, während die Morde passiert sind. Das ist auch sehr, sehr verdächtig. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass da einfach random an einer Pizzeria, wo Animatronics sind, die auch so aussehen, also jetzt, mehrfacher Mord passiert ist. Das hätte man auch überall machen können, aber also das ist eine Aussage, dass Scott die Geschichte an Chunky Cheese Geschichte hier angelehnt hat. Die zweite Theorie ist, dass Purple Guy, also William Afton, echt ist. Also, dass er existiert hat. Hier sieht ihr schon mal ein Bild. Okay, kann man jetzt zwar nicht genau lesen, aber ich glaube, dass, wenn er gestorben ist, hier der Name, das Gesicht, identisch. Und wenn ihr sagen, die hätte so, oh, das ist so wie der hier, das ist William Afton. Wir wissen doch alle, dass es das Gesicht ist, was sich mitten in diesem Dingsdreh hier, zum Beispiel hier, oder hier die ganze Zeit verändert. Pro Sekunde verändert sich das, bis am Ende so aussieht. Das ist das Gesicht, was wir alle kennen. Und manche denken, das ist echt was Komisches. Aber das ist ja, glaube ich, von Scott gemacht. Das hier könnte sein, dass die hier echt sind. Hier gibt es Bilder, es gibt auch viele Theorien, dass Chuck E. Cheese von Henry und William Afton gemacht wurden. Und das alles, das macht die Geschichte auch von Chuck E. Cheese auch, das hat auch was, also man stört die ganze Zeit. Das könnte auch sein, dass William echt war, wegen der Sache mit Chunky Cheese. Hust, hust.
Ach ja, die nächste Theorie. Die Seele in Roxanne Wolf. Wir kennen die. Wir hassen sie. Wir wollen, dass sie nie wieder sehen will. Wird. Warum existierst du bloß? Ja. Ich will jetzt nicht vom Thema abweichen. Nee, ich denke mal, dass da eine Seele in Roxanne Wolf ist. Das hat auch das Verhalten an sich, weil ich glaube, also was heißt ich glaube, wahrscheinlich ist First Band Entertainment nicht so, dass sie einen Roboter machen, der in sich selbst verliebt ist. Es gibt die Theorie, dass Vanessa, wir wissen ja, dass William oder Glitchtrap er Vanessa eingenommen hat und die Animatronics gehackt wurden. Und die wurden ja während dieser Versammlung da gehackt, wo Freddy den Ausfall da hatte. Da gibt es die Theorie, dass da Roxanne Wolf ein Mädchen richtig brutal die Hälfte vom ganzen Gesicht hier abgerissen hat. Und die Seele dann halt in Roxanne Wolf reingegangen ist, dass auch ihrem Verhalten, wo die Augen raus sind, entspricht. Erst ist sie so arrogant und dann weint sie. Animatronics. Ich weiß nicht, warum die programmieren sollten, dass Animatronics weinen. Warum sollten sie sowas machen? Einfach ohne Grund. Und das ist ja die Theorie um Roxanne Wolf. Ist sehr nervig, ich weiß. Die nächste Theorie ist, hat was mit Leube zu tun. Und zwar ist die Theorie, dass dass Roxy Leube zerstört hat. Das könnte auch ein Teil an ihrem Verhalten sein, weil die Animatronics in Security Beach sind schon komisch. Es wird auch Theorien um Chica geben. Das kann ich schon mal sagen, aber in der nächsten oder übernächsten. Monty fällt sich ja auch komisch. Der Einzige, der sich halt normal verhält, ist Freddy. Aber Roxy ist halt das Ding, auch wenn sie kaputt ist, verhält sie sich komplett anders als davor. Und wir wissen auch nie, was mit Leute passiert ist. In Endless Sister Location ist sie ja nicht gescoopert worden. Also sie ist nicht in den Scooper reingekommen. Glück für sie. Gibt es die Theorie, dass sie dann auch bei FNAF 6 dabei war? Man halt als Secret oder dass man sie nicht gesehen hat. Weil sie halt überlebte, so gesehen. Ja, okay. Kann man es wirklich überleben nennen? Ja, okay, alle haben ja so gesehen überlebt, halt nur als Arnold. Und das glaube ich halt komplett Teile waren so. Und dann sind die Animatronics nach unten. Also ist Roxy nach unten gekommen und hat sie zerstört und halt hops genommen. Was auch, wie gesagt, in ihrem Verhalten sein könnte. Es könnte halt sein, dass ein Kind in Roxanne Wolf ist oder dass die Seele von Loibit. Weil Loibit ist ja kein Animatronic, sondern ist es eine Seele oder ein Geist. Ich weiß, eins von beiden ist es jedenfalls, in Roxy dann drin reingegangen ist. Die letzte Theorie und auch für mich, also von mir aus gesehen, auch finde ich auch die realistischste und die beste Theorie. Und zwar ist die Theorie, dass Five Nights at Freddy's ein Traum von einem Kind ist. Die wahrscheinlich denken sich so, say what? Aber was für Traum, Digga, halt die Fresse. Aber die Roboter verhalten sich zu menschlich für Roboter. Wir wissen ja, dass die Seelen da drin sind. Und FNAF ist halt so ein Game, das sollte schon. Ist ja nicht so wie Slender, dass da gar keinen Sinn ergibt. Es gibt halt einen richtigen Aufbau.
um die Animatronics eingreifen. Slender sind nur da, um, weil die, weil man die Dings da einsammelt. Da denken die Animatronics, dass man ein Endoskelett ist, was in einen Anzug rein muss, um die Kinder nicht zu verschrecken. Und deswegen ist die Theorie, dass alle diese Charaktere, also hier, du, Golden Freddy, hier Roxanne, wo wir auch von dir Storys hatten, also Theorie meine ich, hier Spring Bonnie, Venny, alle hier, Leubert, alle, vor allem die Phantoms, im Gedächtnis sind von einem Kind, was im Koma liegt. Das bringt halt auch viel mit den Phantoms und den Nightmares. Nightmares sind ja so gesehen der Albtraum von Chris, aka Evan, Afton. Und vielleicht könnte ja sein, dass das Koma liegende Kind träumt, in seinem Kopf träumt, dass alles echt ist. Die Phantoms und so. Das Einzige, was noch echt sein könnte, was auch Sinn ergibt, ist Security Breach. Weil die da gehackt wurden, da nicht irgendwelche random Seelen und random Animatronics sind und ich spreche mit dir, Circus Baby. Aber was auch den Sinn machen könnte, ist hier Shadow Bonnie. Wie existiert Shadow Bonnie? Wer ist das? Wir wissen nichts über ihn. Also könnte es auch sein, dass es irgendwie der Vater von irgendeinem Animatronic oder schon irgendein random Kind ist. Weil das ist ja auch einer der einzigen Animatronics, der lieb ist. Weil er seinen Vater als lieb dachte oder sowas. Darüber müsste ich mir auch noch. Oder ein Nightmare. Wir wissen auch nichts über ihn. Oder Shadow Freddy. Ja, das ist die letzte Theorie. Wie gesagt, ich finde, das ist die krasseste. Und es könnte halt auch sein, dass die hier außerhalb der Security Breach, weil die ja schon einen Sinn ergeben und es ja auch ein anderer Charakter sind und alles anders ist. Also ich denke, Security Breach könnte schon echt sein, aber es könnte auch sein, dass es die nicht echt sind, wegen der Theorie mit Roxy. Oder warum hier Glitch Trap in Benny drin ist. Macht ja auch keinen Sinn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao, meine Bäume.